an wie die YouTuber, oder? Ja. Jo Leute, was geht ab? Wir sind gerade am Nürburgring. Heute mal wieder ein Vlog von uns. Die letzte Zeit kommt man nicht so viel filmen. Jetzt geht's wieder los. Wir nehmen euch mit. Jetzt werden meine Fahrerklamotten abgenommen und so sieht es aus. Also, was machen wir jetzt? Ich muss jetzt die Fahrerklamotten kontrollieren, ob die Helme nach den FIA-Normen sind und auch die Anzüge und auch die Unterwäsche. Helm? Wir hatten eben die Diskussion, dass auf dem Helm kein Aufkleber sein kann, wo der in Berührung mit dem Hans kommt. Der hier? Der, ja. Okay. Den ihr vielleicht abmachen könnt. Dann Schuhe. Hans. Anzug. Was fällt jetzt noch? Handschuhe. Dann haben wir es ja, oder? Dann haben wir es. Und die darf fahren, oder? Auch so. Geil. Dankeschön. Und zwar technische Abnahme. Was macht man da eigentlich? Die Damen und Herren von dem DMSB kontrollieren das Auto, ob das alles so passt, wie die sich das vorstellen, ob das alles vom Reglement her passt. Das haben sie jetzt vielleicht schon gemacht. Da machen wir euch jetzt mal ein Video ein. Komm mal, Thema, darauf macht die Karre nicht so kaputt. Schon alles erzählt, ich weiß schon nicht mehr. Also auf Deutsch reden. Auf Deutsch reden? Ja. So hier. Genau gleiche Maße. Ne? Wir gehen jetzt zur Dokumentenabnahme. Da muss ich echt nichts machen, außer meine Lizenz zeigen. Und... und unterschreiben. Das müssen wir nicht tun. Okay, was geht? Was mit der Bewerberlizenz? Die kommt alles klar. Genau, die haben ja vier Autos da. Da ja. Kommt am Ende. Kriegen die jetzt einen technischen Abnahmezettel? Nee, das ist besser. So, jetzt erklär mal hier von hier oben bei der Gabelperspektive, was welche Aufgabe welcher LKW hat. Also, der ganz rechte LKW, wo mein TC International Auto davor steht, ist der Orga-Truck. Da können quasi die ganzen Teams hinkommen, holen sich die Informationen von Ronny und von der Vanessa. Zeitplan, Ergebnisse, Aufkleber, Startnummern. Eins drüben ist dann Slicky Molly Zeit. Da kommen dieses Wochenende wieder 90 Slicky Molly Gäste, was natürlich für uns super ist, dass wir so viel Unterstützung bekommen. Der mittlere kleine Bereich, wo der Bogen ist, das ist der Teamaufenthaltsbereich. Ja, da können sich die Mechaniker zwischendrin mal hinhocken, einen Kaffee trinken, Cola trinken. Und links daneben, das sieht man jetzt hier schlecht gemeint, die Autos. Da ganz links vom Flo, daneben von mir, Stefan und dann von Jason. Und das war's. Und wer sind die? Das ist unser Squad. Das ist unser Squad. Sollen wir fragen was? Ja. Hallo! Was machen Sie das Wochenende hier? Echt? Unterstützt ihr mich? Die Startnummer 8 bei der TCR Germany. Klar! Ja.
Echt, oder? Brauchst du noch Sponsor? Ja, hallo? Sponsor ist immer gut. Du willst doch nur deinen Fan grüßen, oder? Hey Kevin, ja, ich grüße den Kevin. Kevin! Ich glaube, sein Lachen hat sich aus. Ich kann ja mal meinen Kevin grüßen. Außerdem macht er hier lieber als ich. Ich habe gesehen, dass du der Kevin heißt. Der wird bei Facebook mal bei dir posten. Nicht bei mir jetzt, bei dir. Abgewandert. Das ist dein Fan jetzt. Aber danke, meiner Kevin. War er auch mal. Wie heißt er? Kevin. Wir können es ihm auch zu zweiten Gruß ausrichten. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil das wäre. Das wäre mega die. Datenschutz. Genau, Datenschutz. Kevin? Meine Fans werden nicht disclosed, weißt du? Also, Luca und ich möchten gerne den Kevin grüßen. Kevin? Kevin, Grüße danke. Gehen raus an dich. Danke für den Support. In deine Hut. In dein Hut. Der Tag ist vorbei, ihr habt gesehen, war nicht so spannend, dafür umso witziger. Morgen geht's dann los, da wird's ernst. Wir haben zwei Trainings und ein Qualifying. Wir nehmen euch mit. Viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Wo abonniert man nochmal? Hier oben, glaube ich, oder? Ja, glaube auch. Und hier unten, was ist da nochmal? Nächstes Video, glaube ich. Alter, geil. Danke fürs Zuschauen.